Seite 15:02 für eine Folge Rocket League. Wofür wir jetzt anfangen, will ich erzählen, warum ich lange weg war und was in nächster Zeit passieren wird. Jeder, der das nicht wissen will, unter der Beschreibung ist eine Zeitanzeige, klickt da drauf, dann startet ihr sofort im ersten Match. Bei der anderen erzähle ich jetzt also. Ich war so lange weg, weil mein Laptop war kaputt. Das heißt, er hat so noch gearbeitet, die Lichter haben geblinkt, alles, lief alles, nur der Bildschirm blieb schwarz. Folge war, die Grafikkarte war kaputt. Ich habe ihn dann erstmal zu meinem PC, meines Vertrauens, in meinem Dorf, gibt es einen Laden, das ist ein Computerladen, ein kleiner. Der hat den nochmal angeguckt, hat zu mir gesagt dann, ja, die Grafikkarte ist wahrscheinlich kaputt. So, zuerst war es so, ich sollte mir einen neuen PC kaufen. Weil eine neue Grafikkarte kostet sowas. Ich habe einen Asus, mein Asus weiß es nicht. Er hat zu mir gesagt, beim Acer Notebook kostet die Grafikkarte so um die 230 Euro. Bei Asus weiß er es nicht, aber auch so um den Dreh rum, schätze ich mal. Mein PC ist 4 Jahre alt. Wirtschaftlich wäre ein neuer PC gut gewesen. Aber damals hatte ich damals, wie ich den gekauft habe im Saturn, hatte ich einen, hatte ich 54 Euro, also der Verkäufer hat mir gesagt, 55 Euro extra kriege ich eine 5 Jahres Garantie. Und ich heute mich froh, dass ich die gemacht habe. Durch diese 150 Euro extra, einmalig natürlich, habe ich eine 5 Jahres Garantie bekommen. Und ich habe den Laptop dann gehabt, habe dann diese Versicherung angerufen, hat das Problem geschildert und der hat zu mir gesagt, den Laptop soll ich einfach da bringen, wo ich gekauft habe. Die schicken den ein, wir reparieren den und sie kriegen ihn zurück. Habe ich gemacht, eingeschickt, 14 Tage später war er wieder da und alles ging wieder. Einzig was scheiße ist, Leute, die haben das komplette Mainboard ausgewechselt mit Grafikkarte und dann haben sie was gemacht, haben sich ziemlich geärgert. Und zwar haben sie mir Windows 8 eingebaut und eine Festplatte. Davor hatte ich Windows 10 und zwei Festplatten. Ja. Gut, Windows 10 habe ich jetzt wieder, weil bei Windows 8.1, Leute, Rocket League leckt unglaublich. Windows 10 jetzt flüssig, einwandfrei. Der Grafikkarte muss jetzt leben mit der einen. Warte, ich weiß nicht genau. Wie viel Gigabyte hat denn eine normale Grafikkarte 10? Ich habe 500. Und meine DEWA-Grafikkarte hatte 236. Wenn eine C und eine D beide 236 haben, sind es ja miteinander 500 noch irgendwas. Mein C hat auch so die, irgendwas in die 500. Wollte ich mal fragen, hat eine normale C immer 500 GB? Oder hat die normale nur 200? Könnt ihr mir das sagen? Dann wenn ich nämlich eine Festplatte habe und die hätte normal 200, haben sie mir die zwei Festplatten direkt eingebaut, aber eine geben sie genauso groß als die zwei. Könnt ihr mir da irgendwie was sagen, ob ich... Gebt mir einfach Bescheid, ob das so ist. Hat eine normale C-Festplatte 500 GB am Anfang? Ja oder nein? Okay, Leute, das war's soweit. Jetzt noch was folgen wird. Next Time wird folgen ein Let's Play. Und zwar wird Slime Rancher folgen. Slime Rancher ist ein Spiel, was ich momentan bei Hardycore gucke. Und wenn ich jetzt auch zocken und parallel dazu werde ich nach seinem Let's Play gucken. Ja.
Jetzt werden folgende Projekte weitergeführt. Logarithm weitergeführt. League of Legends auf jeden Fall. CSGO ab und zu. Und Slime Rancher. Manche Projekte von mir werden einfach beendet, weil ich könnte mir keine Emulatoren mehr installieren. Wie zum Beispiel Dolphin Emulator. Leute, ich spiele keine GameCube-Spiele mehr auf diesem PC. Auf einem neuen PC, fast neu. Mache ich nicht mehr. Also alle GameCube-Spiele und N64-Spiele auf meinem Rechner, auf meinen Playlists, die werden alle nicht weitergeführt. Manche sind durch, manche sind nicht ganz zu Ende gespielt, die werden einfach nicht mehr weitergeführt. Angefangene Projekte, wie zum Beispiel Command & Conquer Alarmstufe Rot, die Playlist wird gelöscht, wird auch nicht weiterführen, aber alle anderen Command & Conquer Teile, die ich durchgezockt habe, bleiben dich oben. Aber einen Playlist will ich löschen. Weil dann habe ich angefangen zu spielen und ich müsste das nochmal alles neu installieren und nochmal neu anfangen. Gut, ich war auch nicht so weit, aber nee, das lasse ich nicht. Wahrscheinlich auf diese vier Spiele. Also Mr. Diamond Chess ist 4. Das war's, Leute. Jetzt schauen wir die Action. Und bevor wir das machen, mache ich jetzt wieder den Ton wieder lauter, damit ihr was hört. Und dann geht's los. So, es geht los. Online-Spiel, Spiel suchen. Ganz klar, mit Rumble starten wir. So, mal gucken, wo wir sind. Oh, wir sehen nicht den Spiel. Wir sind so ohne Ding hinten. Die Scheiße. Komm mal hinein. Zeit ist gegen uns. Oh, das ist gleich verloren. Verloren. Naja, okay. Ist halt passiert. Und der Revanche? So. Nee, ich lasse es. Wenn noch ein anderer votet für den Revanche, dann mache ich auch, aber. Nee, irgendwie, ich weiß nicht. Aber es war schon irgendein Bot noch dabei dann. Tut der eine, hat uns geliefert. Gucken wir mal. Leute, jeder gibt einen Bot dazu, 100%. Thank you.
Ja, was macht ihr denn? Gut, Bot, hast du gut gemacht. Scheiße! Ja, ist klar! Was ist ein Wichser? Wunderbar. Also nur mal eine Sache. Wenn ihr immer so live bleiben wollt, was so abgeht und so, wenn jemand ist oder was ansteht, Leute, geht auf die Facebook-Seite. Der Link ist in der Beschreibung. Raus mit dem Fixball! Jawohl! Alter! Jawohl! Wunderbar! Sehr gut. Sehr, sehr gut. Warum denn? Mein Gott! Scheiße, ja. Scheiße. Oh, wir haben keinen Bock mehr. Ja, der wäre schön gewesen. Der wäre schön drin gewesen, leider. Wer hat denn reingemacht? Das war aber nicht von uns einer, oder?
Leute! Ich dachte, was zerfetzt, aber scheißegal. Tor ist Tor, Leute. Tor ist Tor. Das sind mein Teammates, verdammt! Nein! Leute, keine Chance mehr. Da hätte ich nichts machen können. Der wird wieder einkaufen, hat sich das so. Alter! Nein! Mann! Scheiße, Leute! Ah, da fahr ich da vorbei! Dann fahr ich da vorbei! Leute, das ist ein Gleichstand. Nein! Nein! Ach, Scheiße!